Weltpremiere oder besser Mondpremiere. Zum ersten Mal überhaupt wird eine Mondsonde auf der Rückseite des Mondes landen. Es wird eine chinesische Sonde sein. Was wird sie dort vorfinden? Es gibt Verschwörungstheorien, nach denen dort Städte, Wälder oder es Seen gäbe. Und natürlich Hitler verjüngt durch Alien-Technologie wohnt. Aber mindestens so verrückt ist das. Hammer! 500.000 Abos hier auf Klicksum. Und man, wenn ich das vor 2013, wenn mir das einer gesagt hätte, dass ich mit Wissenschaftsvideos das erreiche, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Extreme Serious Stuff, und für den interessieren sich 500.000 Menschen. Verrückt. Und jetzt alles über die chinesische Mondsonde. Klicksum Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Also, los geht's. Herzlich willkommen heute von der CCXP. Das ist die größte Comic-Con der Welt und die gibt es im Juni auch bei uns in Deutschland. Wahnsinn! Und das hinter mir ist das Raumschiff von Men in Black 4, bald in den Kinos. Und das Raumschiff gibt es hier ja zum ersten Mal, ja, zu sehen ist übertrieben, aber trotzdem eine Weltpremiere hier in gewissem Maße. Und der Mann, der ist auch nicht tot zu kriegen, auf der Rückseite des Mondes leben, Städte, Wälder und Seen. Also, da kann man sich schon mal entwarnen. Das wird die Sonde dort wohl auf keinen Fall finden. Aber zum ersten Mal wird eine Sonde dort landen. Bisher haben es alle Weltraumnationen gescheut, auf der Rückseite des Mondes zu landen, weil das mit deutlich erhöhtem Aufwand verbunden ist. Denn nicht nur dieser Lander muss zum Mond geschickt werden, sondern auch ein Mondsatellit als Relaisstation, um die Signale an die Erde zu senden. Denn ein solcher Lander kann von der Rückseite nicht direkt senden, weil der Mond ja dazwischen ist. Das geht nur über einen Satelliten, der von der Erde aus gesehen werden kann und vom Lander aus quasi über Eck wird dann gesendet. Allerdings wird es zumindest keine Überraschung zu sehen geben, denn die Mondrückseite wurde bereits 1959 von der russischen Mondsonde Lunik 3 aufgenommen. Hier eine neuere Aufnahme des Lunar Reconnaissance Orbiters von der Mondrückseite aus dem Jahr 2009. Also schon mal keine Städte, keine Wälder und keine Seen. Der Lunar Reconnaissance Orbiter ist übrigens auch die Sonde, die alle Apollo-Landeplätze fotografiert hat. Das nur an alle Mondlandungsskeptiker. Jetzt also eine chinesische Mondsonde, die zum ersten Mal auf der Rückseite landet. Chang'e 4, so heißt sie, in gut einem Monat wird sie nach dem Start jetzt dort im Aitken-Krater landen. Nach dem Touchdown wird ein Roboterfahrzeug den Lander verlassen und die Umgebung untersuchen. Neben diversen Messgeräten ist auch eine Panoramakamera an Bord. Zusätzlich ist auch ein kleines Gewächshaus mit auf dem Mond und es wird getestet, wie Pflanzen bei der niedrigen Gravitation des Mondes wachsen. Ach ja, kleine Info am Rande. Wer durch das Pink Floyd-Album Dark Side of the Moon inspiriert ist, zu glauben, dass die Rückseite des Mondes dunkel ist. Nein, immer wenn hier auf der Erde Neumond ist, wenn wir hier Neumond haben, der Mond also dunkel ist, ist die Rückseite hell und umgekehrt. Jede Seite des Mondes ist also gleich hell, sodass das Licht für ein solches Experiment immer mehr als ausreichend ist. Wir können also auf die Ergebnisse gespannt sein. Hier werden wir euch nämlich darüber berichten. Wenn ihr dazu und zu allen anderen Themen kein Video verpassen wollt, dann abonniert auch den englischen Kanal von Klicksum, denn auch da gibt es immer öfter Videopremieren. Dafür einfach hier klicken und darunter geht es weiter mit What Do Aliens Look Like? Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.